Was Kritiker der schwarz-blauen Regierung aufregt, sind unter anderem deren Pläne beim Thema Asyl. So steht im Regierungsabkommen, dass Asylwerber nicht mehr privat untergebracht werden sollen, mit dem Ziel, sie besser zu kontrollieren. Der gerade zum geschäftsführenden FPÖ-Clubchef gekürte Johann Gudenus fordert sogar Massenquartiere am Stadtrand. Was das für Flüchtlingsfamilien bedeutet, haben wir uns in einer kleinen Unterkunft in Wien angeschaut. Eine Wohnhausanlage im 18. Bezirk in Wien. Seit einem Jahr betreut die Diakonie hier 7 Wohnungen, in denen Asylwerber leben, sowie diese irakische Familie. Dürfen wir reinkommen? Ja. Dankeschön. 2 Erwachsene, 4 Kinder. In ihrer Heimat wurden sie verfolgt. Vor 2,5 Jahren sind sie nach Österreich gekommen. Die Kinder gehen hier im Bezirk in die Schule, die 2 großen Mädchen sogar ins Gymnasium, die beiden Kleinen in die Volksschule, der Papa macht den Deutschkurs. Das heißt, es gibt viele Integrationsangebote, auch in die sie eingebettet sind. Und das geht natürlich auch nur im urbanen Raum. Und an Randlagen werden Menschen in Ghettos gedrängt und können eben an der Gesellschaft nicht teilhaben. Genau darüber denkt aber die Wiener FPÖ jetzt laut nach. Wenn man die Quartiere zum Beispiel in Gegenden unterbringt, wo weniger Menschen wohnen in der Stadt, dann wäre das eine Möglichkeit. Wo zum Beispiel? Es gibt in Wien genügend Gebiete am Rand, wo weniger Menschen wohnen. Ein Versuch aus Menschen, anonyme Objekte zu machen, kritisiert Amnesty International. Der Vorschlag ist nicht nur technisch-organisatorisch bescheuert, um es auf den Punkt zu bringen. Wir bedeuten, ungefähr 100 bis 200 neue Asylunterkünfte bauen zu müssen. Die sind ja nicht vorhanden. Wir haben keine Kasernen am Stadtrand in Wien. Er ist auch zutiefst menschenrechtsverletzend. Ähnlich argumentiert auch das Rote Kreuz. Gerade sozusagen die Konzentration in Massenquartieren, womöglich nicht in zentrumsnahen Gegenden, bietet schon die Gefahr einer Ghettoisierung. Also dass man sozusagen das Problem wegräumt und die Gastbevölkerung eigentlich gar nicht in Kontakt kommt mit Asylwerbern oder dann auch mit Flüchtlingen. Und überhaupt? Also da braucht man nicht lang rechnen. Das individuelle Quartier oder das kleine Quartier ist günstiger als das Massenquartier für die Republik Österreich. In Wien warten derzeit 19.300 Menschen auf ihren Asylbescheid. 2 Drittel davon sind privat untergebracht. Die großen Notunterkünfte geschlossen, um kleinere zu forcieren. So wie hier im 18. Bezirk. Die irakische Familie, sie profitiere von der Wohnung hier. Die Menschen sind in eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mit Rufbereitschaft und Betreuung der Nachbarschaft eingebunden. Und zugleich können sie selbstständig wohnen und sich gut in der Nachbarschaft auch integrieren. Ängste von Anrainern oder Nachbarn habe es nicht gegeben. Und sobald die Familie einen Asylbescheid hat, muss sie ohnehin ausziehen und Platz für jemand anderen hier machen.